die Welt, sie hält den Atem an. Hört her, hier spricht Berlin. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CheckpointCharlie.tv, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns in Pasing, über den ich mich ganz besonders freue. Mein Name ist Rainer Demski und heute sitzen neben mir über 40 Jahre Mediengeschichte, kann ich mal. Ich habe mit drei angefangen. Genau. mein heutiger Gast ist 1979 gestartet beim Hörfunk bei RTL. Du warst dann auch in der Fernsehsparte dort ein bisschen unterwegs. Ich war zuerst bei Radio Luxemburg im Radio. Wie sich das gehört, Volontariat, und dann fängst du an, nachts zu moderieren, dann machst Nachrichten und irgendwann, du endest dann irgendwann im besten Fall in der Morningshow. Und die habe ich damals, das war dann 83, 2 Jahre gemacht, also morgens von 5 bis 9. Und mit 2 jungen Comedians, die damals gerade auch angefangen haben, und das waren Hans-Werner Olm und Hugo Egon Balder. Und das war eine geile Zeit, aber irgendwann, es gibt ja so Menschen in unserer Branche, die 20 Jahre machen die Morningshow von 5 bis 9. Also ich muss sagen, nach 3 Jahren dachte ich mir, ich würde doch gern mal wieder ausschlafen. Das glaube ich dir. Wir haben jetzt völlig vergessen, dich vorzustellen, lieber Viktor Worms, obwohl viele dich da draußen sicherlich kennen, aber herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Freue mich auch. Ja, ein paar weitere berufliche Stationen, da werden wir ja nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Du warst dann auch im Team von Frank Elstner mit am Start. Ich war dann, als ich von Radio Luxemburg wegging, bin ich in die Firma von Frank Elstner. Die hat damals selber auch Dokumentationen und sowas produziert fürs Fernsehen. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Hat dann Radio wirklich nur noch nebenbei gemacht, da ich noch in Luxemburg war, bei Radio Luxemburg am Wochenende noch gesendet mal oder so. Aber im Prinzip, und dann auch habe ich dann zum großen Teil Fernsehen gemacht und parallel ja dann auch mit der ZDF-Hitparade, mit der Moderation, die ich dann fast 6 Jahre gemacht habe. Angefangen, das ist das, worüber natürlich am meisten Menschen reden, aber muss dazu sagen, mein Hauptjob war bei Frank Elstner in der Produktionsfirma als Producer, als Fernsehproducer zu arbeiten. Unter anderem auch, damals habe ich Wetten, dass mitbetreuen dürfen zum ersten Mal. Später bin ich ja dann nochmal wieder auf Wetten, dass gestoßen. Das war eigentlich mein Hauptjob, die Hitparade. Das waren ein paar Ansagen im Fernsehen. Es war halt nur eine Öffentlichkeit da, über die jeder spricht, aber eigentlich war das 3 Tage Arbeit im Monat. Okay, spannend, ja. Der Frank Elstner war, für die, die es nicht wissen, Erfinder von Wetten, dass, glaube ich. Ne? Selbst ist tatsächlich der Erfinder von Wetten, dass, und ich war sogar als Volontär dabei, als er Wetten, dass erfunden hat. Ich war dabei an dem Tag, als er Wetten, dass erfunden hat. Die erfolgreichste Fernsehshow Europas zu aller Zeiten, Zeit, ja. Wobei, Europas ist insofern, es stimmt, also was die Quote anging und dann über 20 Jahre, dass wirklich an einem Samstagabend, auch später bei Gottschalk, wirklich die Hälfte der Nation vorm Fernseher saß. Mhm. Das waren ja noch Zeiten, da waren ja 18 Millionen, wenn man auf 15 ging, das war ja schon Krise. Und heute bist du bei einer Fernsehshow froh, wenn du 4 hast. Das war tatsächlich, ich glaube, es ist unvergleichlich, wobei man dazu sagen muss, das Phänomen. Wetten, das hat man in vielen anderen Ländern versucht, das hat nicht funktioniert. Spannend, ja. Das ist ein deutsches Phänomen. Wahrscheinlich scheint es ein deutsches Phänomen zu sein, ja. Das hat man ja auch so ein bisschen als das Lagerfeuer, das Familienlagerfeuer dann so tituliert. Ne? Ja, da gab es ja viele, das war ja auch EWG, die Älteren an Coolen Kampf oder so. Das waren die Samstagabendshows, das war das Lagerfeuer, um das man sich versammelte am Samstag. Und wir erinnern, also ich weiß noch, wenn Coolen Kampf oder Rudi Carrell lief, dann durften wir samstagsabends nach 20.15 Uhr noch Fernsehen gucken. Oder Hans Rosenthal. Wir mussten aber vorher gebadet sein und es standen die Chips auf dem Tisch. Jetzt kommt die despektierliche Frage, alle in einer Badewanne oder? Nein, ich bin ja nicht im Krieg geboren, also eigentlich auch nicht. Bei mir war das noch so. Ich musste tatsächlich, also bei uns haben wir ein Badewasser für meinen Bruder und mich. War tatsächlich noch so. Nee, das war bei uns, da waren wir schon. Akademikerhaushalt. War der Kleinere, ich durfte zu mir zuerst rein. Nee, aber das, klar. Jetzt haben wir schon so viel über das Fernsehen gesprochen, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Ich habe ein Interview von dir gelesen in der Süddeutschen Zeitung, das ist so ungefähr 10 Jahre alt. Und da hast du gesagt, in diesem Interview, ich weiß nicht, ob ich dich da wörtlich richtig wiedergebe, da hast du gesagt, du hättest dir selbst im Fernsehen nie so richtig gefallen. Nee, stimmt. Und Radio wäre eigentlich deine große Liebe immer gewesen. Das stimmt. Ich bilde zwar heute auch Fernsehmoderatoren aus, das ist was anderes, aber es ist tatsächlich so, ich war immer fleißig und habe mich auch gut vorbereitet.
Und habe ja dann auch noch ein Jahr noch später eine Game Show gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass es gibt Gesichter, und das hat nichts damit zu tun, ob man gut aussieht oder nicht. Es gibt Gesichter, die füllen einen Bildschirm. Das hat Frank Elstner mir damals schon beigebracht. Und es gibt Gesichter, die füllen ihn eben nicht. Und ich leide wirklich nicht unter Minderwertigkeitskomplexen. Ich glaube auch, dass ich das gut gemacht habe. Aber irgendwie habe ich selbst davor gesessen und gedacht, ah, das bin ich nicht. Mich hat diese ganze Technik drumherum, die hat mich verrückt gemacht. Radio, da bist du allein im Studio, hast ein Mikrofon, dann hast ein Pult, hast deine Platten. Und früher hast du Platten, heute kommst du natürlich aus digital. Aber ich habe beim Radio immer das Gefühl gehabt, ja, das können nicht so viele besser als ich. Ja. Beim Fernsehen saß ich davor und war immer mit mir nicht zufrieden, weil ich dachte, das bildet nicht mich ab. Das ist jemand, der spielt einen Fernsehmoderator. Mhm. Er spielt ihn nicht mal schlecht, aber er ist es nicht. Und das ist, glaube ich, das war bei mir so. Das habe ich auch heute noch manchmal, da ich Fernsehmoderatoren ausbilde, dass ich mir dann manchmal denke, bei einigen, boah, der kann machen, was er will. Die Kamera liebt ihn. Und bei anderen, die das toll machen, die gut vorbereitet sind, eine tolle Stimme haben, wo ich sage, aus irgendeinem Grund kommt der nicht rüber oder die. Das ist so. Ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja selbst eben gerade gesagt, 6 Jahre ZDF-Hitparade ist ja auch nicht ganz wenig. Das war, glaube ich, 1985, als du gestartet bist. Bis 91, ja. Bis 91. Mhm. Nun hat es ja vorher, für die Älteren unter uns werden es wissen, der Dieter Thomas Heck über 30 oder rund 30 Jahre lang gemacht, diesen Job, ne, und hat diese Sendung natürlich auch extrem geprägt. Ja, und du warst, glaube ich, Mitte 20? Ich war 25, als ich angefangen habe. Das ist so irre. Ich meine, und ja, schon, das war schon. Aber es war tatsächlich Dieter, der eine Fernsehlegende ist. Und ich sage schon, ich bin ja schon etwas ganz anderer Typ. Man hat ja auch einen anderen Typ gesucht, weil dieser Schlager, für den Dieter stand, so Roberto Blanco, Wenke Mürre und was da so alles drin war, das war ja aus den Charts verschwunden und es war ja nur mal eine Hitparade. Und plötzlich tauchten da auf Udo Lindenberg, Purple Schulz, Heinz-Rudolf Kunze, Wolfgang Niedecken-Bapp und solche Sachen. Und da hat er natürlich auch sehr gefremdelt mit der Neuen Deutschen Welle. Das ging doch mit ihm. Und dann meinte man halt, dass ein jüngerer Moderator besser sei. Das Problem, das ich dann hatte bei den Quoten, wobei das waren immer noch über 10 Millionen, muss man dazu sagen. Das Problem, das ich dann hatte, war, dass die Menschen, die auf diese Musik wiederum stehen, also auf diese junge deutsche Rockmusik und das Harmlose war ja noch Münchner Freiheit, aber die guckten nicht Hitparade. Und die Hitparade noch guckten, die wiederum wollten auch zum 100. Mal Rex Gildo und Andy Borg sehen, was ja prima ist. Jeder hat ja seinen Geschmack und ist alles in Ordnung. Und ich habe ja auch gar nicht bestimmt, wer in der Sendung war, sondern es ging ja um Verkäufe. Aber das war eine tolle Erfahrung und für mich dann auch die Erfahrung, dass ich gesagt habe, bestimmte Sachen mache ich vielleicht noch mal punktuell im Fernsehen, aber ich muss nicht unbedingt vor eine Kamera. Okay. Das Thema Radio und auch Fernsehen war ja zu dieser Zeit, so Anfang der 80er geprägt, war eine ganz andere Welt. Ne? Heute haben wir ja unglaublich ein riesiges Medienangebot. Ich habe heute Morgen in einem Vortrag gehört, wir leben in so einer Art, an einer Zeit, die einen auch teilweise ein bisschen quält. Ne? Also diese Informationsüberflutung quält einen so ein bisschen, hat der Referent da gesagt. Damals war das ja noch sehr stark von öffentlich-rechtlichen Anstalten geprägt, zu weiten Teilen. Dann RTL ging gerade los. Also genau. Ich hatte ja meine ersten Fernsehschritte waren zu der Zeit, als ich noch Morningshow beim Radio in Luxemburg moderierte. Und aus einem kleinen Studio, das war wirklich ein Studio, da machst du heute kein Fernsehen mehr drin. Da kam ein ganzes Programm, das glaube ich 8 oder 9 Stunden war, von 15 bis 24 Uhr. Und ich habe da auch so eine Videonummer moderiert. Das waren die Anfänge von RTL. Da guckte man das in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Und da war ich auch dem ZDF aufgefallen. Aber das war Mini-Fernsehen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute das nur geguckt haben. Ja. Trotzdem, hast ja in deinen beruflichen Stationen jetzt beide Welten kennengelernt, öffentlich-rechtlich und privat. Du hast ja auch zum Beispiel Antenne Bayern mitgestalten, mit aufbauen dürfen in einer Zeit, in der das eigentlich war. Ich war der Erste, der da war. Und der erfolgreichste Privatsender, glaube ich, nach wie vor deutschlandweit. Das ist auch, ne? Der meistgehörte schon, ja. Mhm. Ja. Und wo ist der große Unterschied zwischen, also wo ist der kulturelle Unterschied zwischen privat und öffentlich?
Also der, ich denke, dass zunächst mal haben ja die Privatsender Sat1, RTL, Pro7 sich viel, viel stärker auf Unterhaltung konzentriert als die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben dann meiner Ansicht nach den Fehler gemacht, dass sie in diesem Bereich sehr stark den Privaten hinterhergelaufen sind, anstatt sich auf ihre Kernkompetenz zu besinnen. Was sie jetzt wieder stärker tun, nämlich Informationen, gute Fernsehfilme, die auch teuer sind, aber dafür kriegen sie auch Gebühren. Ich frage mich manchmal immer noch, warum sie bestimmte Dinge tun, für die sie heute nicht mehr, also zum Beispiel teilweise banale Shows, warum sie das überhaupt machen. Ich würde mich auf News, Informationen, Bildung, Filme, dass sie auch Show machen am Samstag, weil sie wissen, da gibt es immer noch ein großes Publikum, ist alles in Ordnung. Aber ich finde es gut, dass sie sich darauf besinnen, dass sie ganz andere Stärken haben als die Privaten. Genauso wie ich finde, dass wenn sie das beim Radio auch täten, auch da sind sie den Privaten sehr hinterhergelaufen. Also zum Beispiel war es so, dass ich habe ja später, als ich Antenne Bayern anfing und als man so nach 7, 8 Jahren, 88 ging das los, als man nach 7 Jahren in Bayern eine Umfrage machte, da ging es dann um Moderationsformat, also was bewerten Sie höher, Unterhaltungsformat und Informationsformat. Da war plötzlich Antenne Bayern war in der Informationskompetenz vor Bayern 3. Das hätte den Öffentlich-Rechtlichen nie passieren dürfen. Niemals. Unterhaltung, Sie müssen mit Bayern 3, Bayern 1, Sie müssen Unterhaltung machen. Das Recht müssen Sie auch haben. Das ist ein Vollprogramm. Aber sie haben sich zu sehr damals darauf konzentriert, uns hinterherzulaufen. Das haben die Fernsehsender ZDF und ARD auch eine Zeit gemacht, lang gemacht. RTL und Sat1 als Pro7, als sie ihnen auf die Pelle rückten, hinterherzulaufen. Völlig unnötigerweise. Ja. Und ich bin auch heute, obwohl ich ein Kind der Privaten bin und meine wichtigsten Stationen wirklich Radio Luxemburg und Antenne Bayern waren, obwohl ich dann beim ZDF noch 11 Jahre Wetten, dass gemacht habe und Unterhaltungschef war. Aber ich bin heute deutlich mehr öffentlich-rechtlicher Gucker als privater Gucker. Ja, ich gucke wahnsinnig viel Sky, weil ich wahnsinnig viel Fußball gucke. Aber ansonsten bin ich, beim Hören bin ich, nee, auch mittlerweile aber stärker. Weil Bayern 1 auch Antenne Bayern so ein bisschen nachgemacht hat. Bei Bayern 1, wenn du sagst, die Top 12 Moderatoren, davon sind 8 damals, 8 oder 9 Kollegen, die damals bei Antenne Bayern angefangen haben und teilweise bei mir volontiert haben, ja. Bleiben wir mal bei dieser Zeit Antenne Bayern, als es losging. Mhm. Das muss ja eine tolle Zeit gewesen sein, auch Pionierzeit, sagen wir mal so. Was habt ihr damals anders gemacht? Was war euer Erfolgsrezept? Also das war, das hat Helmut Markwort, der Gesellschafter von Antenne Bayern war und heute noch ist, und dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, weil er hat mich damals geholt und gesagt, Sie werden Programmdirektor. Und ich war damals eigentlich nur bekannt als Moderator. Und das hat er von vornherein gesagt, ich will die Seriosität und die Informationskompetenz von Bayern 3. Da kamen auch einige Leute im Informationsbereich, hat er auch von dort weggekauft. Oder haben wir von dort weggekauft. Und ich will die Unterhaltungskompetenz von Radio Luxemburg. Radio Luxemburg, wo ich ja herkam, damals gab es ja noch keine privaten. Es gab Antenne Bayern nicht, FFN, FFH, RSH da oben in deiner Heimat. Die gab es ja nicht. Wir hatten damals, heute ist ein Sender, der in einem Land wie Bayern 800.000 Hörer hat, 900.000 Hörer hat, der ist erfolgreich. Radio Luxemburg pro Stunde. Radio Luxemburg hatte damals 6 Millionen Hörer die Stunde. Wahnsinn. Die Morningshow. Und die haben über Mittelwelle gehört. Ja. Teilweise. Weil wir sendeten ja aus dem Ausland. Wir waren ja fast so was wie ein Piratensender. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da hatte Radio auch noch eine andere Bedeutung. Aber diese Mischung aus öffentlich-rechtlicher Kompetenz und auch wirklich der Kompetenz, nicht nur Nachrichten machen, sondern auch sagen, hey, da sind auch echte Journalisten, die da arbeiten. Ja. Und dem Unterhaltungsformat von Radio Luxemburg, das ganz maßgeblich übrigens auch Frank Elzner aufgebaut hat und erfunden hat. Das war Markworts Absicht. Und da kam dann der Chefredakteur auch vom BR und der Unterhaltungschef, ich war für Marketing Promotion zuständig, bevor ich dann 3 Jahre später Programmdirektor wurde, der kam halt von Radio Luxemburg, das war ich. Mhm. Ja. Das ist Helmut Markworts Verdienst, muss man sagen. Mhm. Wie bist du denn überhaupt in diese, also war das eigentlich dein Traumberuf schon immer gewesen? Ich konnte sonst nichts. Du konntest das glaube ich nicht. Nein, ich war in der Schule
zum Leidwesen von meinem Vater, der Wissenschaftler war, Physiker und Chemiker. Ich war Physik, Chemie, Mathematik, eine Katastrophe, ich bin noch mal sitzen geblieben. Ich war aber in Deutsch, Englisch, Sport, Religion, war ich ziemlich gut und ich hatte eine unglaublich große Schnauze. Und wahrscheinlich auch wegen meiner Größe, da machst du dich anders bemerkbar. Und das, ich wollte schon ganz früh auch deshalb Journalist werden. Und dass ich dann zu Radio Luxemburg gekommen bin, war eine Reihe von Zufällen. Von Zufällen, okay. Jetzt ist es ja so, wir leben ja heute in einer ganz anderen Medienlandschaft, die sich ja auch sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich habe einen Satz von dir notiert, den muss ich vorlesen. Den fand ich da ganz spannend. Du hast mal gesagt, du darfst über alles reden, nur nicht über eine Minute. Ja, das war aus dieser Radiozeit. Das war so die Zeit, das ist auch heute noch. Ich glaube, dass wir, das war ein bisschen das Credo der Öffentlich-Rechtlichen. Wir machen Unterhaltung, wir machen Spaß, wir machen Comedy und wir machen möglichst knappe Nachrichten, nicht länger als 3 Minuten. Und da gab es Auswüchse, so, die gibt es teilweise heute noch, du darfst über alles reden. Ich bin ja heute auch als Coach unterwegs, es gibt auch Kollegen von mir, die sagen, du darfst über alles reden, nur nicht über eine Minute. Und ich glaube, das ist das Ende des privaten Hörfunks, wenn das Öffentlich-Rechtliche, laufen dem ein bisschen hinterher leider, aber sind dabei, sich zu besinnen. Das ist das Ende des Hörfunks, weil du und ich, wenn wir unsere Musik hören wollen, dann haben wir Spotify. Punkt. Das ist unsere Musik, die haben wir im Prinzip selber zusammengestellt. Also ist Musik, was früher ein wesentliches Verkaufsargument des Radios war, nicht mehr da. Klar, wenn du sagst, ich hasse deutschen Schlager, wirst du keinen Schlagersender hören. Aber wenn du sagst, die Musik, Popmusik, Bayern 3 oder Antenne Bayern oder WDR im Rheinland, die spielen halbwegs meine Musik, alles gut. Aber das ist nicht mehr das Hauptargument, warum du jetzt hier Bayern 3 oder Antenne Bayern hörst. Radio muss mehr sein. Und ich glaube, dass gerade in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, und das betrifft auch junge Leute, die Spotify hören, die viel Podcasts hören. Und zwar, du hast ja das Glück, du kannst ja hören, wann du willst. Radio schreibt dir ja vor, wann du etwas hörst. Ich glaube aber, dass die Kraft von Radio ist die Kraft der Gemeinschaft. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, Corona hat das nochmal wie im Brennglas deutlich gemacht, gerade jetzt in diesen Zeiten suchen wir die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von Menschen, die genauso unter Corona leiden, die genauso Ängste haben, was ihre Jobs angeht, die genauso finanzielle Probleme haben, die genauso gestresst sind, weil sie Maske auf, Maske runter, aufpassen, Abstand halten. Und da eine Gemeinschaft gründen. Hey, ihr seid nicht alleine, ihr seid da. Das kann Radio. Auch als Nebenbei-Medium. Fernsehen ist ja kein Nebenbei-Medium, weil du dich darauf konzentrieren musst. Aber Radio kann das. Und wenn man sich darauf stärker besinnt, aber dazu brauchst du auch die Persönlichkeiten, die das können. Ein Elstner konnte das. Ein Thomas Gottschalk, ein Günter Jauch hier bei Bayern 3 auch, konnten das. Mit Verlaub, auch ich konnte das. Es gibt auch heute noch diese außergewöhnlichen Radioleute. Aber man hat eine Zeit lang versäumt, junge Talente so auszubilden. Man hat sie im Prinzip ausgebildet, dass sie ein paar Künstlernamen flüssig runtersagen können, die Uhrzeit richtig ablesen können und auf die Nachrichten hinweisen können. Und vielleicht noch ein bisschen Comedy. Das ist zu wenig. Und es gibt diese außergewöhnlichen Kommunikationstalente, die es schaffen, mit dem Hörer eine Gemeinschaft zu bilden. Und dieses Gefühl, das höre jetzt nicht nur ich. Das ist beim Radiohören ganz, ganz wichtig. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Und da muss man wieder hin. Und wenn zu mir Sender kommen und sagen, wissen Sie, arbeiten Sie mit unseren Moderatoren, die reden viel zu viel und sie sollen Titel ansagen und also die Schnauze halten, dann empfehle ich Kollegen und sage, geh zu denen, das können die auch gut. Aber das macht mir keinen Spaß. Okay. Gemeinschaft, das wird ja auch zu Neudeutsch auch gerne mal Community genannt. Nun gibt es ja ganz, ganz viele Communities, die auf unterschiedliche Weise entstehen, durch Interessen, durch das Alter, durch das Geschlecht, also durch alle möglichen demografischen Hintergründe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen hier ja jetzt auch ein Spezialformat für eine sehr kleine Zielgruppe, ne? 100.000 Leute, 150.000 Leute. Immerhin. Naja, aber ist eine ganze Menge. Ja, wenn alle zuhören, würde uns ja freuen. Also nimm doch heute mal einen Sender wie Antenne Bayern. Die senden bis nach Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Österreich und die haben im Augenblick nur 8-mal so viele Hörer wie deine 100.000. Mehr nicht. Die hatten mal 1,4, aber das ist eine andere Frage. Nur 100.000. Jeder Stadtsender in München und Berlin wäre froh, wenn er die hätte. Mhm.
Ja, gut, unter dem Aspekt, so sieht man es manchmal nicht, weil man immer so mal die Gesamtzielgruppe sieht, aber grundsätzlich Dazu mal. noch, dass ihr ja einen weitgehend geschlossenen Benutzerkreis So habt. ist es ja. Die müssen ja mit der Gießkanne, also ein Special Interest Radio, das müsste aber, wenn es das gäbe, suchen, wo das 100.000 Hörer holen will, durch die Regionalisierung auch. Klar. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja heute in einer Situation, das ist vielleicht auch das, was auch unsere Zuhörer, Zuschauer interessieren wird. Heute ist der Medienkonsument ja nicht mehr nur Konsument, sondern er produziert ja selber Inhalte, ne? Auf Facebook, alle möglichen Medien, die man da draußen nutzen kann, YouTube und so weiter. Auch das, was wir jetzt hier machen, machen wir mit heute durch die technische Entwicklung mit wesentlich weniger Aufwand, aber trotzdem in einer, glaube ich, ganz guten Qualität. Und jeder kann das eigentlich auch ein Stück weit nachmachen. Jeder kann seinen Podcast gründen. Insoweit ist aus diesem Konsumenten ein Prosument geworden, also jemand, der auch ein bisschen selbst produziert. Inwieweit hat das die Medienlandschaft verändert, dass die Menschen auf einmal mitreden können? Ich glaube erstens, dass die Leute, die heute etwas hören, Podcast oder sehen, Videocast, dass sich die Ansprüche etwas verschieben. Auch wieder wichtig fürs Radio zu lernen, die Leute hören zu, weil sie Inhalte wollen. Das können auch alberne Inhalte im Übrigen sein. Das muss ja nicht immer hochintellektuell oder fachmännisch sein. Erstens das und zweitens, es nimmt Zeit weg. Ich sehe es ja, also sag mal so, die Radionutzung geht gar nicht so massiv runter. Ich glaube sogar jetzt bei Corona ist sie raufgegangen, speziell bei den Sendern, die auch Informationen vermitteln. Aber natürlich, ich sehe es an meinen Kindern, meine Tochter und ihr Freund leben in München und die kommt aus einer Radiofamilie. Ne? Da war immer Radiothema. Meine Frau hat ganz früher, kam sogar auch mal aus dem Radio. Aber wenn die abends zusammen kochen, sie und ihr Freund, dann hören die entweder ihre Musikbibliothek oder sie hören Podcast. Dann hören die teilweise nicht nur intelligentes, sondern auch sehr lustiges Zeug. Ich lerne dadurch auch Sachen kennen, wo ich sage, das ist leider wirklich geil. Ich bin gemischtes Hack, ein Riesenfan. Oder die hören sogar Sachen, die mit ihrem Job indirekt zu tun haben dann. Aber weil es gibt ja auch Fachpodcasts, wie ihr ihn ja auch teilweise macht, aber noch teilweise noch viel begrenzter in ihrer Zielgruppe. Und so, und dann reden die darüber und ja, ich finde, jeder soll das tun und hören, was er gerne hört. Und ich bin nicht hochnäsig gegenüber denen, die nur Albernheiten hören. Und meine Tochter und ihr Freund hören sicher Sachen, die ich nicht mal verstehe. Das hilft mir manchmal auch zu. Keine Ahnung, also ja. Ja. Du hast ja also immer beide Seiten auch schon ein Stück weit kennengelernt, auch wenn man so ein bisschen durch deine beruflichen Stationen fährt, dann sieht man ja so ein bisschen, du warst mal vor der Kamera, mal hinter der Kamera, mal vor dem Mikrofon, mal dahinter. Jetzt momentan hast du deine eigene Beratungsfirma und berätst Unternehmen aus der Medienindustrie, aber auch Unternehmen wie uns ja auch, bei dem Aufbau solcher Kanäle und solcher Medien. Wie ist das für dich? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, also Leute, die so ein bisschen davon leben, auch ein Stück weit im Rampenlicht zu stehen, die genießen das auch. Wie ist da für dich der Unterschied dieser beiden Tätigkeiten, wenn du jetzt sozusagen mehr im Hintergrund stehst und Also mich drängt nichts mehr so sehr unbedingt vor eine Kamera. Radio, wenn ich die Zeit hätte, ich würde noch mal Echt? Würdest du machen? schwach. Ja, in gewisser. Ich habe neulich das mal für einen Freund gemacht, der so einen ganz kleinen Radiosender hier in Richtung Schwaben aufgebaut hat mit fünf, sechs jungen Leuten. Und da habe ich dann ein paar Mal, habe ich gesagt, komm, wir kennen uns so lange aus alten Zeiten. Ich helfe dir ein bisschen in der Ausbildung der Leute und das sind alles Hobby-Moderatoren und Redakteure. Da habe ich dann auch mal, letztes Jahr Weihnachten, habe ich drei Sendungen gemacht, wo ich meine Musik gespielt habe und Spaß hatte. Und habe ich gemerkt, das ist noch so, hin und wieder würde ich es ganz gern machen. Ich habe auch sehr gern so eine Interviewsendung gemacht. Aber ansonsten, nee, eigentlich nicht. Ich finde es auch interessant, was ich jetzt neben der Tatsache, dass ich mit jungen Radiomoderatoren arbeite und ich finde es toll, mit jungen Leuten arbeiten zu können. Alt bin ich selber. Aber was ich auch interessant finde, ist, so in den letzten 10 Jahren, 8 Jahren hat sich das auch sehr stark dahingehend entwickelt und das entwickelt sich jetzt sehr schnell, dass auch große Unternehmen kommen mit Menschen, die heute vor der Kamera sich bewegen müssen, in unterschiedlichen Formaten und das geht bis hin zu Managern, mit denen ich heute arbeite, jetzt gerade mit einer der größten Unternehmensberatungen der Welt, die sich plötzlich vor der Kamera bewegen müssen, die
ihren 30.000 Mitarbeitern weltweit über Talkshow-Formate vermitteln, was gibt es ja auch bei euch, gibt es ja auch bei euch Kunden und Partner, die das machen, über Talkshow-Formate die Chefs oder die Zuständigen vermitteln Inhalte. Das heißt, du musst plötzlich lernen, mit einer Kamera umzugehen, du musst vielleicht ein bisschen anders sprechen, wobei ich sage, ich glaube, man ist immer am stärksten, wenn man kann immer ein paar Feinheiten drehen, aber wenn man so natürlich wie möglich vor dem Fernseher ist, also ich habe was dagegen, Menschen zu ändern. Du kannst gewisserweise Verhalten ändern, das ist wie bei der Erziehung von Kindern. Aber und diese Arbeit macht mir unglaublichen Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Also das Workshops zu machen mit Menschen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und du merkst plötzlich, ich darf es ja glaube ich sagen, ich habe zum Beispiel auch durch euch festgestellt, ich hätte, wenn ich heute einen Radiosender aufbauen würde, ich würde, glaube ich, Talente in der Versicherungswirtschaft suchen. Das sind, was ich allein da an Menschen kennengelernt habe, wo ich sage, boah, ist das ein Talent. Da war ich sehr erstaunt. Naja, sehr erstaunt. Es ist eine vertriebslastige Branche. Die Leute sind es gewöhnt, sagen wir mal, sich auch zu präsentieren. Ja, klar. Das hat mich echt überrascht. Echt überrascht. Ja. Also ich beim letzten Mal hätte ich fast zwei Leute sofort gesagt, wenn ich einen Radiosender hätte. Komm, vergiss Versicherung, aber wahrscheinlich kannst du bei Versicherungen besser verdienen. Ja, gut. Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was. Wir hatten ja auch schon festgestellt, dass Unternehmen teilweise selbst ihre eigenen Medien jetzt produzieren oder damit beginnen. Es ist witzigerweise, ist in der Versicherungswirtschaft in diesem Jahr sicherlich auch beschleunigt durch Corona. Wir hatten am Anfang des Jahres, glaube ich, so 3 oder 4 Podcast-Formate. Mittlerweile haben wir über 20. Ihr seid ein riesiges Produktionshaus geworden. Also, ja. Nee, nicht nur wir. Also ich meine, das machen ja auch andere. Also es gibt naja, Unternehmen, die das. Auch bei euch hat sich das ja sehr stark. Es wäre ja schlau, dass ihr konntet ja nicht wissen, dass Corona kommt, dass ihr euch schon vorher in die Richtung bewegt habt. Das war ja fast visionär. Ja, ja. Ist so. Es war, ich würde sagen, es hat auch ein Stück weit Glück dazu gehört. Aber wir wollen ja nicht über uns sprechen, sondern über dich. Was sind denn, wenn du jetzt sagst, wenn jemand, so wie du Leute, sagen wir mal, fit machst für solche Medien, was sind so die nennen wir es mal einfach mal so, die 3 wesentlichen Skills, die man haben muss. Also ich glaube, das wesentlichste Skill ist, die Technik zu vergessen, zur Kenntnis zu nehmen. Da gibt es ein paar Regeln, wie ich in die Kamera gucke, wie ich mich verhalte, was ich mit den Händen mache etc. Aber dann es hinzukriegen, sich so natürlich wie möglich davor zu bewegen. Also in deiner Rolle zu bleiben, wenn du 30 bist, dann hast du 30 Jahre lang eine bestimmte Rolle geübt, gelernt. Ja. Du hast auch unterwegs gelernt, wie du nicht funktioniert. Die Eltern sind die Ersten, die dich darauf aufmerksam machen, was du darfst und was du nicht darfst. Aber in der Rolle bist du am besten. Und wenn du dann ein bisschen Handwerk dazu kommt und ein bisschen lernen und vielleicht auch jemand, der mal sagt, pass mal auf, da würde ich aufpassen. Da klingst du manchmal in der Stimme unfreundlich oder so. Wenn du da ein paar Skills lernst und gewisse Mechaniken, die mit der Kamera und mit dem Mikrofon zu tun haben, die Dinge anders rüberkommen lassen, als du es vielleicht meinst. Wenn du diese paar handwerklichen Dinge lernst, dann ist das nicht schwer. Benimm dich vor der Kamera, hinter dem Mikrofon so natürlich wie eben möglich. Und wenn du das hinkriegst und dann noch die Kompetenz mitbringst, die dein Zuschauer oder Zuhörer verlangt, ja, was willst du denn mehr? Du bist glaubwürdig und kompetent. That's it. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich schon fast die Abschlussfrage gestellt, aber eine habe ich hinterher noch, aber jetzt kommt eigentlich die ich ursprünglich als Abschlussfrage hatte. Wie glaubst du, wird sich die Medienlandschaft insbesondere im Hinblick auf Audio und Video in den nächsten Jahren entwickeln und wie würdest du dir wünschen, dass sie sich entwickelt? Ich hoffe, dass es dieses vielseitige Angebot gibt und ich hoffe tatsächlich, da kommen wir zurück zu was wir am Anfang gesagt haben, ich hoffe, dass Radio, Hörfunk und damit meine ich jetzt nicht Sender wie Deutschlandfunk, Bayern 2, die ich jetzt sehr viel höre, in diesen Zeiten sowieso, die Zahlen von Informationssendern sind in diesen Zeiten hochgegangen, ganz klar, das Bedürfnis ist da. Ich hoffe, dass sich Radio und Fernsehen besinnen auf jeder Einzelne auf seine Stärken, dass man kann auch banales Fernsehen machen, aber dass man die Leute nicht für doof hält. Und ich glaube, und das wisst ihr als in eurer Agentur so gut wie jeder Medienmensch, die Menschen da draußen wollen Geschichten hören, gute Geschichten hören. Und wenn wir lernen, und das muss man lernen, gute Geschichten zu erzählen. Ein empathischer Mensch erzählt eine gute Geschichte, dann hat er deine Aufmerksamkeit, egal ob das ein Podcast ist, ob das Fernsehen ist oder ob das Radio ist. That's it. Der beste Podcast, den ich seit wirklich gehört habe, unterhaltsam, informativ,
toll gemacht, ist Faking Hitler. Faking Hitler ist die Geschichte der Hitler-Tagebücher, also dieses, wo es auch den Film Stonk gibt. Und zwar erzählt vom Stern selber. Und es gibt, das wusste man vorher nicht, der ist jetzt auch schon 4, 5 Jahre alt, es gibt Originaltelefonate zwischen diesem Heidemann, diesem Reporter, der dem aufgesessen ist, und dem Kujau, der dieser komische Sachse, der diese Bücher alle gefaked hat. Und die ganze Geschichte erzählt, da äußern sich ehemalige Chefredakteure, da äußert sich die gesamte Führung von Springer. Das ist, und diese Geschichte ist so großartig erzählt und die ist so unterhaltsam. Das ist, wenn du nicht wüsstest, dass es stimmt, so unglaublich. Also hätte sich jemand das ausgedacht, hätte gesagt, das ist mir zu viel Fantasie. Ja. Aber da wir ja die Geschichte erlebt haben, wirklich, du kannst, es ist wie eine Sucht. Ja, das ist auch ein bisschen, der Stonk war ja auch schon eine ganz großartige Geschichte. Und aber dieser Podcast ist noch besser. Super, mache ich auf jeden Fall. Viktor, Abschlussfrage. Es gibt ja Kollegen von dir, die nach langer Zeit im Fernsehen jetzt auch wieder im Radio gelandet sind. Sie haben ja Thomas Gottschalk zum Beispiel, der hat auch wieder teilweise moderiert und auch, glaube ich, eine eigene Sendung jetzt hier wieder gemacht. Beim SWR, ja. Beim SWR. Was müsste passieren, was müsste man dir anbieten, damit du wieder eine Sendung im Radio machst? Ich würde gerne wieder, ich habe bei Antenne Bayern eine Sendung über die Sonntagsfrühstück. Das waren 2 Stunden mit einem Gast, auch mit Musik dazwischen, also das waren vielleicht 30 Minuten Wort. Und ich habe da die Möglichkeit gehabt, in München kommt jeder irgendwann auch mal vorbei, ob Sportler, Politiker, Singerlinge, Schauspieler, so unglaublich tolle Leute kennenzulernen. Ich habe das im Wechsel damals am Ende mit Katrin Müller-Hohenstein gemacht. Da würde ich wieder schwach, und wenn ich dann noch so halbwegs meine Musik spielen könnte. Die wäre? Die ist total breit. Das ist total breit. Also ich finde jetzt aktuell, meine Kinder mich zu Wort, Billie Eilish zum Beispiel, großartig. Ich finde viele aktuelle Dinge. Ich habe mich sogar in Hip-Hop reingehört mittlerweile. Aber natürlich stehe ich auch noch auf das Zeug, mit dem ich aufgewachsen bin, Pink Floyd. Damals war ich noch T-Rex und Status Quo, das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so. Aber so Pink Floyd, ich war ein ganz großer Fan von Joan Baez, bin ich heute noch. Ich habe heimlich sogar Country gemocht, mag ich auch heute noch. Aber das ist mehr heimlich. Ich fand zum Beispiel auch Michael Jackson großartig. Also ich habe einen total breiten Musikgeschmack von Liedermachern bis hin zu heutigen Sachen. Was mir so ein bisschen ehrlich gesagt auf den Sack geht, ist das, was so jetzt in den Radiosendern rauf und runter läuft. Also zum 100. Mal Ed Sheeran und zum 300. Mal Ava Max. Das brauche ich nicht. Aber es gibt so auch junge Musik. Ich finde Pink toll. Und durch meine Frau höre ich sogar mittlerweile relativ viel Klassik. Mhm. Na, schauen wir mal, ob das dann irgendwann dazu kommt, ja. dass wir dich mit dieser Musik wieder im Radio hören. Ja, das wäre. Viktor, ich hole mal den alten Summenstrich nochmal wieder zurück, den du vorhin gesagt hast. Menschen wollen Geschichten. Ich hoffe, wir konnten heute ein paar gute Geschichten erzählen. Ich denke, es war so. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Dass du heute bei uns warst. Vielen lieben Dank. Ich darf mich bedanken.